Vielen Dank, Kollege Hohlmeier. Nächster Redner, Klaus Bartel für die SPD. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, es ist nicht ganz leicht, hier wieder zu einer sachlichen Debatte zurückzukommen, weil man kann in der Tat die Freihandelspolitik, wie sie momentan läuft, so und so sehen und man kann und muss sie auch kritisieren. Aber man muss doch schauen, dass man irgendwo mal eine Linie hat. Also jetzt hören wir einerseits hier von der Opposition, Gott sei Dank, dass Greenpeace alles geleakt hat. Jetzt haben wir die Erleuchtung, sagt Toni Hofreiter. Und kurz danach sagen die anderen Kolleginnen und Kollegen, da haben wir eh schon alles gewusst, bestätigt alle Vorurteile, die wir schon seit 2 Jahren hier predigen. Also erster Punkt. Zweiter Punkt, wir diskutieren heute über TTIP. Dann redet jetzt die Kollegin Dröge die ganze Zeit über CETA. Das tun wir aber am Freitag. Und ich fürchte, wenn wir dann über CETA reden und unsere Argumente zu CETA bringen, dann reden Sie wieder über TTIP. Also es wird immer alles mit allem vermischt. Dann verlangen Sie von uns, dass wir unsere roten Linien hier nicht nur sagen, sondern auch Gestaltungsvorschläge machen. Ja, dann lesen Sie doch mal den Koalitionsvertrag, dann lesen Sie doch mal, was der Parteitag der SPD beschlossen hat. Lesen Sie doch mal unseren Antrag, den der Bundestag hier beschlossen hat zu SDGs. Da finden Sie die ganzen Gestaltungsaufträge, aber die interessieren Sie gar nicht, weil Sie nämlich nicht Gestaltung machen wollen, sondern Sie wollen immer aussteigen, abbrechen, beenden. Das ist das Problem, deswegen hören Sie bei der Gestaltung gar nicht mehr zu. Aber jetzt trotzdem für eine differenzierte Debatte ist es schon erstmal notwendig festzustellen, dass in der Tat Globalisierung, Freihandel, TTIP, CETA in der Öffentlichkeit keinen guten Klang haben. Nur 17% der deutschen Bevölkerung sind für TTIP, doppelt so viele sind dagegen. Es gibt Umfragen im Mittelstand, die entsprechender Verband da in Auftrag gegeben hat. Da sagen 62% der Mittelständler, also noch viel mehr als in der Bevölkerung, sie erwarten im Wesentlichen negative Auswirkungen und nur 22% erwarten positive Auswirkungen. Und das wird auch wissenschaftlich diskutiert, sowas, und politisch diskutiert. So sagt der frühere US-Finanzminister Summers, Zitat, es gibt einen Aufstand gegen den Freihandel. Und das Handelsblatt schreibt dann dazu, dass der Freihandel als Sündenbock gesehen wird. Und ich zitiere hier, die sagen dann, die Totengräber des Freihandels marschieren aber nicht auf den Straßen von Hannover, sondern in den Zentralen der Politik. Und das ist das Problem, das wir hier mal diskutieren und lösen müssen und wo wir leider feststellen müssen, dass eine Chance dieser Zentralen der Politik in Hannover jetzt von der Bundeskanzlerin und vom US-Präsidenten leider nicht genutzt wurden. Und dann müssen wir uns halt mal fragen, warum ist das eigentlich so? Warum findet diese Kritik solchen Anklang in weiten Teilen der Bevölkerung? Und dazu hat Nobelpreisträger Stiglitz eine Untersuchung gemacht, in der er sagt, ja, Handel bedeutet Wachstumseffekte, aber er weist eben auch nach, dass die Wachstumseffekte relativ klein sind unter den jetzigen Bedingungen im Verhältnis zu den Verteilungswirkungen, die seiner Ansicht nach und seiner Untersuchung nach sehr groß sind. Zitat, in den Industrieländern schadet das den Ärmsten. Leider war die Politik der Regierungen hier bisher nicht hilfreich. Aber auch Stiglitz macht klar, und deswegen dürfen weder die Linken noch die Grünen ihn für sich in Anspruch nehmen, dass Globalisierung und Freihandel so nicht aussehen muss, sondern dass man sie gestalten muss. Und deswegen sagen wir ja, wir müssen diese Handelspolitik gestalten, während also Grün und Links hier immer den Gestaltungsverzicht predigen und damit genau das Gerechtigkeitsproblem, das jetzt schon bei der Globalisierung ohne TTIP und CETA besteht, das ist ja die Beschreibung hier, die besteht zum Beispiel NAFTA, die bestehen im Moment seit vielen Jahren weltweit in einer Umverteilung, dass wir diesen Kurs
unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten und unter Gestaltungsgesichtspunkten ändern müssen. Und deswegen sind unsere Leitlinien keine reinen Abwehrleitlinien, sondern es sind Vorwärtsleitlinien. Und deswegen unterstreiche ich nochmal, was Sigmar Gabriel hier gesagt hat, dass wir dazu endlich mal kommen müssen. Und da helfen eben die maßlosen Rundumschläge, die wir hier hören, keinen Zentimeter weiter. Und auch nicht dieser komische Euro-Chauvinismus, den zum Beispiel die Kollegin Wagenknecht hier gerade wieder vorgetragen hat, als sei in Europa alles Gold und in den USA alles Mist. Also da müssen wir uns doch selber auch mal ehrlich machen. Wir haben doch, also das Plastikspielzeug, das Vergiftete und was Sie da alles aufgezählt haben, das haben wir doch hier alles erlebt. Wir haben doch die Gentechnik im Tierfutter. Wir hatten BSE, Pferdefleisch, Gammelfleisch, Bayernei, Glyphosat. Wir haben Probleme mit unseren technischen Standards. In Europa gibt es 20 Zugleitsysteme, sodass man mit der Bahn nicht von A nach B fahren muss. Nach 20 Jahren Liberalisierung. Wir haben nicht nur das Problem mit roten und gelben Blinkern wie mit den USA, sondern auf einer gewissen Insel, auf zwei Inseln in der Europäischen Union, wird links gefahren. Das scheint alles kein Problem zu sein. Nein, wir müssen erst einmal natürlich auch hier unsere Hausaufgaben machen, nicht schwarz-weiß malen, hier Europa und USA, alles ganz schwierig. Und wir müssen die Fehlentwicklungen auf den globalen Märkten insgesamt sehen, differenziert sehen, und wir müssen den Hebel an der richtigen Stelle ansetzen. Und ohne eine Gestaltung durch Handelsverträge aufgrund von unterschiedlichen Positionen und unterschiedlichen Interessen auf dieser Welt, ohne solche Verträge wird es eben nicht gehen.